freue mich riesig, dass jetzt hier ein Friday for Future auf der Bühne ist. Tillmann von Salomon. Aus Halle ist er angereist. Ein dickes Hallo. Herzlich willkommen. Was für eine fantastische Gelegenheit, heute hier zu sprechen. Okay, ich hatte gedacht, wir noch einen Warming. Möchtest du noch was sagen? Warming-up, du darfst sofort loslegen. Ja. Aber ich habe das so richtig empfangen. Es gibt ja so ein paar Slogans, die bei jeder eurer Demos immer dabei sind. Wir hatten eben gleich gerade schon bei der Band einen ein bisschen abgewandelt. Aber einer, der schön warm macht, das ist auch der mit dem Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. Das könnt ihr, glaube ich, alle. Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. Wie wär's mit mit dem Humus, runter mit dem CO2. Hoch 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 mit dem Humus. Ja, was für eine fantastische Gelegenheit, heute hier zu sprechen. Und ich möchte an uns alle appellieren, dass die Landwirtschaft die entscheidende Rolle in unserer Reaktion auf den Klimawandel spielen wird. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an die Landwirtschaft extrem gewandelt. Die europäische Landwirtschaft muss im Jahr 2020 nicht mehr nur genügend Lebensmittel herstellen, sie muss auch eine aktive Rolle im Umweltschutz einnehmen. Es ist unsere Aufgabe, Landwirtschaft und Klimaschutz zusammenzubringen. Die öffentliche Debatte wird dominiert von der gravierenden CO2-Bilanz der deutschen Landwirtschaft. Das ist absolut richtig und die Wissenschaft ist sich einig. Es muss einen rasanten Rückgang der Emissionen geben. Und dennoch sollten wir viel eher auf die Potenziale der Landwirtschaft schauen. Die Chance, durch die Landwirtschaft Kohlenstoff natürlich über die Böden zu fixieren, ist gigantisch. Und in einem Wort heißt das Humusaufbau. Und die Strategien dazu liegen auf der Hand. Regenerative Landwirtschaft geht mit bestem Beispiel voran und die Möglichkeiten der Kohlenstofffixierung gehen weit über pfluglosen Ackerbau hinaus. Was wir brauchen, sind mehrjährige Kulturen, Agroforstsysteme und mehr Artenvielfalt auf dem Acker. Das macht Ökosysteme widerstandsfähiger und ist zugleich eine der größten Hoffnungen für das Klima. Wenn wir die komplette Agrarfläche Europas in Agroforst umwandeln würden, würden wir ein unfassbares Drittel der gesamten Emissionen aus allen Sektoren wieder kompensieren. Und daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, wie können wir unsere Landwirtinnen und Landwirte dabei unterstützen, dieses Potenzial voll auszuschöpfen? Es braucht starke ökonomische Anreize, um Kohlenstoff auf dem Acker zu fixieren. Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind die eigentlichen Hoffnungsträger im Kampf für die Klimawende. Und die zweite Frage. Warum verschließt die Politik die Augen vor diesen Möglichkeiten? Warum verspielt die Agrarpolitik eines der wirkmächtigsten Instrumente des europäischen Klimaschutzes und subventioniert stattdessen mit 40% des EU-Haushaltes klimaschädliche Wirtschaftsweisen in Milliardenhöhe? Anstelle der massiv kritisierten Direktzahlung muss ein System entstehen, welches gesellschaftliche Leistungen mit öffentlichem Geld entlohnt. Und ich komme zum letzten Punkt. Ihr wisst ja, dieses Jahr steht die GAP-Reform an und sie wird eine der wichtigsten Entscheidungen des europäischen Klimaschutzes und des nächsten Jahrzehnts überhaupt sein. Bisher hat unsere Bundesregierung und unsere Landwirtschaftsministerin in dieser Hinsicht auf voller Länge versagt. Der aktuelle Reformvorschlag zur GAP ist ein Zeugnis der Ignoranz gegenüber den Herausforderungen unserer Zeit. Der Klimawandel ist bereits Realität und wir müssen jetzt handeln. Jetzt liegt es am Europäischen Parlament, seinen Einfluss auf die Reform geltend zu machen. Jetzt ist es an der Zeit, zu zeigen, dass die großen Ambitionen des Klimanotstandes auch in die Tat umgesetzt werden. Und
Und es ist noch nicht zu spät. Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Die Klimabewegung muss die Landwirtschaft als Schlüsseldisziplin anerkennen. Die Klimabewegung muss die Politik zum Aufwachen bringen. Also geht auf die Straße, geht auf eure Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu und macht Druck, denn sie haben es in der Hand. Dankeschön. Ja.